Da muss ich erst das Eisteil hier irgendwie loswerden. Ne, erst die Spawner. Dann den Bösen hier. So. Da muss ich drauf warten, dass er wieder genau das hier macht. Genau. Schieß schön weiter. Wow. Wow, nicht durch mich durch, das ist unfair. Okay, jetzt explodiert er. Zum Glück kündigt er das vorher an. Ah, ouch. Da bin ich nicht schnell genug weggekommen. Jetzt muss ich erst warten, bis ich wieder enteist bin. Au. Weg hier. Ich hätte ja den Schlüssel, um hier oben weiterzugehen. Soll ich vielleicht auch einfach. Hier ist nämlich einfach mal so ein Mirror-Fragment und viel, viel Gold. Und goldene Käfer, die einen Haufen Geld droppen. Verdammt viel Geld. Boah. So, heilen. Au, au. Eis, lass nach. Oh, Gott sei Dank, es ist tot. Sterbt, ihr Mumien. Nein, tötet nicht mich. Das war blöd jetzt. Okay. Tod Nummer 9. Na gut. Ich habe keinen Silberschlüssel, sonst würde ich da unten mal lang gehen. Und die gehen gar nicht auf. Okay. Und ich brauche gar nicht da unten lang gehen. Und mein ganzes Mana verplempern. Erstmal muss ich die loswerden. Okay, die Mumien sind gar nicht so leicht. Spawner wegmachen. Und noch mehr von denen killen. Rückwärts gehen. Tut mir das hier weh? Nein, es eist mich ein. Okay. Das ist also Eis, das ist böse, das sollten wir meiden. Lieber Spawner einschlagen. Okay. Ihr könnt hier unten lang gehen und den Schatz holen. Ich müsste eh hier jetzt einen Silberschlüssel besorgen, um hier durchzukommen. Die beiden aggro ich jetzt erstmal nicht. Ne, hier brauche ich einen Silberschlüssel. Den kriege ich entweder da oben wahrscheinlich. Das ist toll. Ich gehe trotzdem hier lang. Du musst der wichtige Typ sein, der hier alles bewacht, hä? So, ich haue erst das mal alles kaputt und hallo. John Talarian, Resident Handyman. I got trapped here when I came down to replace the pump lever. If you want to lower the water, help me bring the lever to the pump station. We are not supposed to lower the water when it's off season, but I'm sure killing Quillif takes precedence. I meet you down by the pumps. Oh, and those ice blocks, those are curious thing. Getting rid of him should remove them. Okay. Gut.
Das heißt, wir haben jetzt viele Möglichkeiten. Ich mag das, dass das so offen ist jetzt. Also hier kommen wir im Augenblick nicht lang, weil die Steine... Wow. Wow, oh, das war ein stärkerer und der droppt ein Banner, was mir das Mana entzieht. Also ich könnte jetzt hier drüber laufen und den Mirror platzieren. Gut. Aber ich denke mal, bevor ich... Ich gehe einfach mal hier. Oh, eine Vendor Coin. Ah, ich muss immer auch mir merken, dass... Wow. Au. Dass die garstig sind. Komm, geh hoch. Ich will hier oben hin, nämlich zu dem Schatz. Ups. Ah. Schon 10 Tote. Ich könnte da lang... Ah, ich könnte mich eineisen lassen. Nein. Okay, die Pyramide ist gemein auf jeden Fall. Hier kann ich nicht weiter. Ich kann hier oben noch gucken, was hier war. Naja, ein Schatzhort ist hier auf jeden Fall. Den will ich noch gerne plündern, wenn ich kann. Oh oh. Ah, okay. Ich schreie schon auf, obwohl mich nichts getroffen hat. Au, von hinten ist böse. So, schnell hier rein. Und töten. Alles, was hier um die Ecke kommt. Und die hier unten. So, heilen. Gut. Hier das Geld einsacken, eine Vendor-Coin einsacken vor allem. Oh, das sind die stärkeren. Ja. Gut, dann lese ich mir hier einfach mal. Hier ist nichts. Hier unten ist auch nichts. Das hat jetzt sicherlich die Blöcke weggemacht. Also gehe ich hier außenrum lang. Ach nee, der Laser noch gar nicht in die Richtung. Wahrscheinlich, weil die Blöcke im Weg sind. Okay. Ich könnte mir jetzt noch den Spiegel holen. Ja, ich hole mir jetzt auf jeden Fall noch den Spiegel. Ich muss lernen, dass ich bei denen rückwärts laufen muss. Vor allem, weil sie vergiften die Viecher. Ich weiß ja nicht, wenn ich den Spiegel hier unten aufstelle, kriege ich dann schon die Verbindung durch die Blöcke durch. Gucken wir mal kurz. So, Spiegel ist aufgestellt. Nö. Doch, kriege ich. So, jetzt ist hier frei. Kriege ich Damage Upgrade und da drüben ist das der Teleporter. Nee, das ist der Resonanzstein, okay. Hier ist auf jeden Fall wieder Viehzeug unterwegs. Jede Menge. Oh, Boss. Also Mini-Boss. Ja, Mini-Boss. Der schickt Fliegen, der Bastard.
Okay, er ist tot. So, jetzt erstmal weg mit den Dingern. Wow. Die Spawner sind weg. Jetzt müssen noch die Mumien hier weg. Mit ihren Spawnern. So. Okay. Ah. Wie nett. Okay, die tauchen immer abwechselnd auf. Das müsste ja irgendwie gehen. So. Und ich kann raus. Jawohl. So, mit dem Geld. Also erst einmal Steaknumsen. So. Mit dem Geld erst einmal Mana Pool und den Health Pool, um einen zu erhöhen. So, und jetzt können wir gucken, was können wir hier. Die Charge Range erhöhen ist okay. Habe ich noch genug Geld? Jawohl, fürs Combo Healing. Divine Wave. Das könnte ich auch mal reinpacken für stärkere Gegner. Deine Pickaxe kann ich dir. Ja, Pickaxe kann ich dir noch nicht bringen. Aber ich kann jetzt mal in die Pump Station. Jawohl. Sind jetzt zwei Leute in der Pump Station? Scheinbar ja. Jo. Ah ja, ein Wächter. Okay, I start to pump the water. Level will start falling at a second now. Wow, jetzt haben wir Zeug freigelegt, aber echt, ey. Jetzt müsste ich mich nochmal durch die ganzen Ruinen durcharbeiten. Also überall gucken, wo Pumpstations sind. Ob da was aufgegangen ist. Die hier funktioniert auch. Das sind alles wirklich Pumpstations. Ah, hier kann ich noch nicht mal durch. Hier habe ich mich noch nicht mal durchgeschlagen gehabt. Also hauptsächlich in der Nähe von Wasser. Ich gucke mich jetzt erstmal auf dem Stockwerk hier nochmal um. Ob hier noch was aufgegangen ist. Danach gucke ich mich auf dem 1. Stockwerk um und danach auf dem... Also auf dem ganz untersten. Und danach auf dem obersten. Ja, jetzt, wo hier gepumpt wird, hier ist zum Beispiel noch etwas hinter der Wand versteckt. Da sehe ich jetzt aber nicht so, wie ich so rankommen soll. Vielleicht wirklich von unten oder oben. Also ja, das sind die beiden Gänge runter und hoch. Das heißt, ich kann das ziemlich schnell an einem Stück abfertigen. Hier ist nichts. Hier kann ich kurz Quicksave machen. Hier bin ich auch schon durchgelascht, habe den Lever aktiviert. Hier sieht auch nichts Neues zerbrechlich aus. Ja, und hier oben war ich schon überall. Gut, das heißt, wir gehen ein Stockwerk tiefer. Und danach ein Stockwerk höher. Achso, da ist ein Durchgang, da nehmen wir den. Brauchen wir nicht so viel außen rumlaufen. Und ich kann ein bisschen boosten. So. Oh, hier unten. Ah, sehr schön. Wow. Noch eine Pyramide, die wir öffnen können. Stimmt, die war hier noch. Nein, das war die falsche Kombination. Und... Sequenz completed. Eine rote Pyramide. Sehr schön.
Man sieht zum Glück einigermaßen auf der Map, wo was aufgegangen ist. Also dadurch die komischen Zugangsbalken. So, das heißt eine Etage tiefer.